Seid gegrüßt und willkommen zur 99. Episode meiner Divinity Original Sin Enhanced Edition Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. In der letzten Episode hatten wir ja König Boreas besiegt und den Stab der Elementarstab bekommen. Genau, da sind ja die anderen drei Jahreszeiten, Götter oder was auch immer drin gefangen. Und die haben uns ja gebeten, dass wir sie befreien. War ich da noch nicht dran? Doch. Und das werden wir jetzt mal tun hier an der Schmiede. Stab wird vermutlich da reingesteckt. Und dann kombiniert. Hallo. Oh. Who is this? Hi. Can it be that a frail mortal human faced and bested our own scheming warriors? Ah, but this is no mortal, I see. Strange, you'd take the guise of a source hunter. But I shall, of course, honor your chosen form. Indeed, I suppose I should have expected that one of your kind would snare our brother sooner or later. Okay. Boreas always did dance uncomfortably close to the dark arts. But I suppose the others of we elemental monarchs thought it better not to interfere in the affairs of his realm. Stimmt. No, like fools we waited for his pride, his hunger for more and ever more power. To pull us from our own seats of safety and into his sordid storm. We, and with us all the subjects of the realm of Faerie, do owe you our lives, Source Hunter. If, no, not if, but when, we might be of assistance to you in this dimension, you must call upon me personally. Okay, wer seid ihr? Sewer of the Summer Kingdom of Calvia. Brother, alongside the other elemental monarchs, to the unfortunate and insane Boreas. In earlier days, we ruled the four realms of Faerie in relative peace, each of us the master of our own kingdom. But something changed in Boreas. He grew darker somehow. More than was typical of his usual melancholy. We worried, yes, but chose not to intervene. Boreas was the lord of Hyberheim, and it was his right to rule it as he pleased. Seltsamer Boreas. When our brother called the elemental seats to convene in Hyberheim, we were ecstatic. Boreas seemed again interested in the joint rule of Faerie, and upholding the long-established diplomacy of our lands. When we arrived, however, it was not Boreas who greeted us, but a dark figure. A woman with a stare like blackest fire. In her staff she held a demonic power, the likes of which I've never felt. Das wird zu. Was sucked into its depths, we thought we'd never see the light of Faerie again. So, nochmal. Das wird dann ja erklären, wieso die da drin gefangen waren. Dass die halt überrascht worden sind. Genau, aber wir fragen mal, schauen erstmal, ob die was zu verkaufen haben. Oh, Fähigkeit im Buch der Hexerei. Ich habe nichts dafür. Rapier ist nichts Tolles. Irgendwie hat auch kein Gold. Na gut. Ich suche nach der weißen Hexe. Kennt ihr vielleicht ihren Aufenthaltsort? A white witch. Yes. From within our stifling prison. I did indeed hear mention of that name. It seems Boreas was tasked by a power. A power he seemed nearly to fear. To guard the witch at all costs. If she were an important charge, he would have most certainly kept her in his innermost prison chambers.
Wie gelange ich in dieses Gefängnis? Maria's penitentiaries are impregnable. Iberheim serves as Vera's prison realm for a reason. Our brother was the most exquisitely gifted jailer in the land. With his ability to bring charges in and out of his prison at will, he never needed to build a single door leading in or out. As I recall, however, some years ago there was a shocking incident in which an Earth Elemental broke three of his convicted brethren free of our brother's inner chambers. He never shared his method, and Boreas was never able to discover how the humiliation happened. Ihr sagt, euch hat eine Frau gefangen. Was wisst ihr über sie? I listened closely when I could to Boreas' doings. From what I could tell, it seems this woman had little contact with our deranged brother after the initial exchange of the stars. From what I could tell, the arrangement was thus. Ja, weiter. She gave him us, contained, and in return he gave her access to his great star stone and scores of imps he'd invited to Iberheim. After that, the two parted, and I heard little more of the woman. In his fits of madness, Boreas would sometimes bellow abuse about the demon woman. I can only assume he meant the same who trapped us. Möglicherweise ja. Ich bin da mal weg. Okay, und ihr? So, wir können vielleicht noch weiter mit euch reden. Mist. Jungfernblüte. Immunität gegenüber brennend. Oh, das klingt gut. 2900. Axt der Verstummung. Ich glaube, ich hätte den Ring gerne. Können wir irgendeinen Kram verkaufen? Ledergürtel. Wieder so Mini-Beträge, die ich hier mit einnehme, wahrscheinlich. 2000. Die ganzen grauen Items noch weg eben. Und Sandalos Hose. Eure Großmutter hat euch stets geraten, Unterhosen zu kaufen, die atmungsaktiv sind. Nein. 211. Inaktiver Stein. Warte mal, haben wir hier nicht Gold wert? Wasseressenz, die würde ich ungern verkaufen. Volle Plattenrüstung. Weg damit. Was haben wir hier? Da, das kann auch weg. Stiefel. Luftresistenz tauschen. Herstellung. Behalten wir aber das hier, kann weg. So, direkt ein paar tausend gespart. So, wir handeln. Irgendwer bekommt da den Ring. Weiter. Ah, Rugrats heißt Hosenscheißer. Okay. Er erzählt mir von euch. Return to Vanivia a moment or two sooner than I would have
Every tick of the clock counts, I do suppose. Genau. Und dann hätten wir ja noch dich hier. Vielleicht können wir auch mit dir reden nochmal. Mal gucken. A little leg room out front. A little wiggle room in the back. Wonderful to greet the wide open world again. Can you imagine a worse fate than being locked up with your blazing hawk head of a brother and wailing windbag of a sister for the rest of time? Wie er sich gerade umgedreht hat. I thank you from my bedrock for sparing me such a fate. Wer seid ihr? Well, are these chiseled good looks not legendary by now? I'm King Lurian of the Art of Realms of Lapaterra. And I suppose you've made the acquaintance of Master Molten and Lady Cyclone by now? Jo. How we motley crew sprang from the same source is a question for the eternal season. But I do suppose we made a fairly good run of it anyway. Geht so. Poor old Boreas. He always did get the short end of the stick with his winter wasteland, while the rest of us enjoyed the plenty of the fairer seasons. Nevertheless, I never thought he'd grown mad enough to resort to such devilry. Aber der Winter kann doch auch schön sein. Well, we elemental monarchs owe you a great debt, Source Hunter. If you ever journey to the Autumn Kingdom, you'll stay as my personal guest. Your goblet will overflow with harvest mead, and the queen will faint when she hears how you overcame the Winter King. Okay. Und hast du noch was zu sagen? Ah, our champion has returned. Have you yet determined how I might repay my debt? It would be an honor to assist the soul who dared to slay the King of Winter. Ich frag dich auch erstmal aus, ne? Wer seid ihr? I'm King Sur of the Summer Kingdom of Galvia. Brother, alongside the other elemental monarchs, to the unfortunate and insane. Das hatten wir schon. But something changed in Boreas. Das hatten wir schon. Ja. Das hatten wir schon. Ich bin immer weg. Ja, was haben wir denn hier in der Schmiede? Ist da noch was? Nö. Gut, dann gehen wir mal wieder weg. Ich meine in dem Dingen zwar noch was. Nee, falsch. In der Burg. Da hätte man ja irgendwie noch weitergehen können. Das ist der Eingang. Ich mache wieder meinen tollen Trick. Wir gehen einfach mit Volgraf vor, weil er der schnellste ist und am wenigsten auf die Fresse fällt durch seinen Selbstbuff, wo er dann schwebt. Tada. Oh, jetzt sind wir drin. Ich hatte ihn doch hier irgendwo. Ne, wo waren das? Hier oben. Genau. Kommt mal alle mit. Jahan. Mach mal deinen Wirbelsturm. Oder, nee, was kommt da hin? Feuer, oder? Mach was hier mit. Ich will halt da durch. Ja, das war das Richtige. Jetzt müssen wir es aber löschen mit. Oh, doch nicht. Doch, mit Regen natürlich. Wir speichern mal. Nach dem ganzen Gerede und so. Nein, oder? Ist ja auch noch zu. Weißgrüner Wächter. Moment mal. Ach nö, kann ich jetzt jeden hier anklicken oder was? Huch. Steinige Segnung. Okay. Gut. Ich hätte mich buffen können hier. Echt jetzt? Oh, hier ist wieder so ein Schleim. Warte mal, wo sind wir reingekommen? Ach, da. Okay. Ja, dann erstmal wieder Feuerchen legen, ne? Und dann natürlich wieder löschen. Ja, so ganz schlimm ist es ja nicht.
Ist ja nur ein bisschen Regen. Oh, hier ist noch Feuer. Naja. Geh mal durch. Eingefroren? Nicht dein Ernst. Wodurch? Ist hier zu kalt oder was? Und der... Oh, verdammt. Ist das jetzt der Übergang oder was? Okay, speichern, bevor wir... Oh, nee. Ich glaube, ich schicke mal Volgraf vor, weil der ist ja am flinkesten und so. Ich hoffe, er kann besser da laufen. Was ist das denn, Wächter? Was? Wo? Hä? Wo? Ich sehe keine Falle. Da hinten bestimmt irgendwo. Leer. Explosionsfall. Leere Granate. Aber kommst du hier durch? Was war das denn? Ach so, ich schwebe nicht mehr. Oh, nö. Zersprungene Wächter. Oh, hier ist alles voller Lava. Müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie Dingens hinkriegen. Ja, Hahn. Oh, geht's denn hier noch lang? Ach, wir können hier raus oder was? Also oder rein? Hätten wir hier... Oh, super. Erstmal die Fässer gestapelt. Brauchen wir nicht. Wir haben eine. Hallo, geh da dran. Oh, Gold. Da ist nichts. Gut. Da. Ich hoffe, ich habe den Stein zum Porten bei ihm. Nö, natürlich nicht. Oder mal eben schauen. Nee. Warum habe ich denn einen Zahn dabei? Als ob ich hier noch nicht war. Ich war hier wirklich noch nicht. Ach so. Haha, hier ist ja zu gewesen. Haha. Naja, das ist aber jetzt weniger sinnvoll gewesen, finde ich. Er portet sich mal eben zurück zur Burg, zum Burgeingang. Waffen. Und renn, kleiner Schurke, Dieb, whatever. Schnell zu den anderen. Nur wohin? Hier würde noch irgendwo ein Schalter versteckt sein oder was auch immer. Was habe ich jetzt für einen Buff? Ja, toll. Das hilft mir jetzt auch nicht mehr. Muss doch irgendein Schalter sein oder sowas. Oder muss ich hier wieder einen Zauberspruch bringen? Irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss hier sein. Oder auch nicht. Hm. Oh, hier so ein Dings an der Wand. Muss doch irgendein Schalter versteckt sein. Was ist denn sonst immer gewesen? Über so eine Platte oder sowas? Nö, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, hier auch nicht. Hm. Wie soll man denn jetzt da weiterkommen? Vielleicht hier irgendwo? Oder hat König Boreas irgendwas? Wir werden es nie erfahren, aber vielleicht auch in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, diese natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob ich jemals einen Durchgang durch dieses blaue Tor finde, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.